So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es ist noch mitten in der Früh. Ich bin total fertig. Ich bin müde. Ich bin schlapp. Es ist so warm. Und was passt da besser, als ein neues Getränk zu testen? Für mich ist es auf jeden Fall neu. Das war nämlich im Paket letztens von der Shenaya drin. Das ist von der Firma Lohilo, wenn ich dem Glauben schenken mag. Ganz oben steht auf jeden Fall Lohilo. Das müsste dann ja eigentlich die Firma sein. Das ist einmal Unicorn Dreams Berries. Gibt es mehrere Unicorn Dreams? Nicht Berry? Und es ist gerade Berry? Ich habe keine Ahnung, diese Dose verwirrt mich komplett. Unicorn Dreams Berries. 105 Gramm Koffein. 5000 Milligramm Kollagen, ne? Kollagen. Und Free from Sugar. Ja. Beauty Lava steht auch noch unten, also ich habe keine Ahnung, was es überhaupt ist. First in the World Kollagen, ne? Und Hyaluronic Acid Energy Drink to Boost. Ja, Day. In Beauty, oh mein Gott, Discount. Und irgendwas mit Instagram steht hinten und da ist noch ein Einhorn. Wenn das jetzt mit Koffein ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie Kaffee, ein Kaffee trinken oder sonst was. Aber nein, es wird natürlich einfach nur ein koffeinhaltiger Energy Drink sein. Mit eben Kollagen und Koffein und halt Beeren. Also ist der wahrscheinlich lila. Wir machen ihn jetzt mal auf. Gucken da mal rein. Im Net Ghost Gläschen, ne? Füllen den ein und er ist natürlich nicht lila. Er hat aber eine ganz leicht rosane Färbung, also ganz zart und lecker sieht er hier aus in seiner Färbung. Das ist der Koffein. Riecht auf jeden Fall mega bärig, richtig süß und bärig, fruchtig, riecht wie wenn du gerade frisch eine Tüte Gummitierchen aufmachst und da rein die Nase reinhängst. Wir probieren jetzt mal kurz den kleinen Schluck hier. Wow! Das ist auf jeden Fall mega stark vom Geschmack her. Das haut richtig rein. Es schmeckt schon wieder so ein bisschen wie eine Braustablette, irgendwas, ein Dextroenergen gemischt hin und her. Das bitzelt richtig auf der Zunge im Abgang. Es ist ohne Zucker, das schmeckt aber unglaublich kräftig vom Geschmack her. Ist wieder eigentlich irgendwie total künstlich, aber ich glaube, wenn ihr mehr trinkt, habt ihr wieder direkt Bauchschmerzen und alles Mögliche. Ganz gekühlt wäre das bestimmt ein super Trink, den ich mir gar nicht so vorgestellt habe. Jetzt überrascht bin, da ich ja die ganze Zeit dachte, das ist irgendwie ein Kaffee. Aber jetzt, Berry, richtig stark, richtig bäriger Geschmack, ohne Zucker, trotzdem so kräftig, schmeckt nicht nach alter Pappe. Also, ich bin begeistert erstmal. Jetzt müssen wir natürlich noch den Rest austrinken, damit wir auch wirklich wach werden. Ansonsten war es das aber trotzdem von beider Seite aus. Habt ihr das schon mal gesehen? Lohilo, Unicorn Dreams, Berries. Kennt ihr vielleicht andere Sorten? Schon mal gesehen? Nicht gesehen? Der erste Drink mit Kollagen, ne? Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Oh, da war jetzt so viel Schaum einfach nur im Gesicht. Alles eben, das steht die ganze Zeit in der Küche. Es bad warm, nichts gekühlt, alles. Aber richtig toll. Oh, jetzt zieht sich alles zusammen. Mach das nicht zu Hause nach. Trink keine Einhörner, die pieksen so im Magen. Ciao.